Moin Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich bin Survival Pete und in diesem Video stelle ich euch Udo Feldmann vor. Er kam ganz aus Österreich ins Peatland und zeigt uns seine Schlafausrüstung, wie er den Winter und das ganze Jahr über verbringt. Leider sind bei den Aufnahmen einige Tonaufnahmen kaputt gegangen, deswegen moderiere ich das ein oder andere in diesem Video. Viel Spaß! Moin Leute, willkommen wieder zu einem neuen Video. Ich bin Survival Pete und dieses Mal habe ich den Udo Feldmann dabei. Er kam extra aus Wien, also Österreich, für die Leute, die es nicht wissen. Also erstmal, wie ich mir vorstelle, ich bin Udo. Feldmann Survival findet man mich auf YouTube. Ich habe über YouTube auch den Peatland entdeckt. Also Pete, also für mich Land. Wir kommen zur ersten Frage. Udo, wie lange schläfst du eigentlich schon durchgehend draußen? Also ich schlafe jetzt schon seit, also am 12. März oder 13. März, 2 Jahre ständig draußen. Jeden Tag? Jeden Tag, seitdem ich bei einer Freundin dann natürlich nicht, ne? Aber sonst jeden Tag oder ich bin auch viel unterwegs und ich schlafe halt in diesen Hängematten-Systemen. Wieso schläfst du in Hängematten und nicht auf dem Fußboden? Ich bin eigentlich ein Fußbodenschläfer und durch dieses Fußbodenschlafen ist immer, du musst ja den ganzen Boden reinigen. Durch eine Messe bin ich zufällig auf Ticket to the Moon gestoßen. Also ich bin eigentlich, mein Faible ist eigentlich Ausrüstung testen. Und das hat mir irgendwie fasziniert, was Neues. Hängematte, Schlafen und mit Tarp und so. Und ich schlafe ganz gerne da drin. Und jetzt zeige ich euch das mal, wie das aussieht. Ja, das ist eine Hängematte und die Hängematte ist von Ticket to the Moon. Die Hängematte ist der Pro Hammock mit Moskitonetz. Udo hat eine Sonderanfertigung von Ticket to the Moon bekommen mit Camouflage. Diesen gibt es leider nicht käuflich zu erwerben, aber in den Farben Moosgrün. Für die kalten Tage benutzt Udo den Moonquilt. Damit kann man die ganze Hängematte einhüllen, sodass man sich in einem warmen Kokon befindet. Zudem kann man ihn noch als ganz normalen Schlafsack verwenden. Er hält Temperaturen zwischen 5 und 18 Grad aus. Da die Temperaturen in der Nacht um die 0 Grad fallen, hat Udo noch zusätzlich einen Schlafsack in der Hängematte. Keinen ganz gewöhnlichen Schlafsack, denn da würde man ja Ewigkeiten brauchen, um sich dort reinzuwinden. Er hat einen ganz bestimmten Schlafsack, wo man Zeit spart. Für die kalten Wintertage benutzt Udo den Carinthia Schlafsack Survival Down 1000. Der Schlafsack wurde für militärische Zwecke entwickelt. Udo benutzt diesen Schlafsack schon seit 3 Jahren. Hier sind auch schon Abnutzungsspuren zu sehen. Da man sich ja jetzt schon im Schlafsack befindet, muss man nur noch in die Hängematte rein. Und dafür hat man den Schlafsack vorne angeknöpft. Und normalerweise zieht man die Schuhe aus. Schieb den nach unten. Und jetzt würde ich mit meinen Beinen, mit meinen Schuhen jetzt hier reinmachen. Ja. Will ich natürlich jetzt nicht. Ne? Und dann mache ich einfach nur so und mache den dann zu, weil die Beine werden jetzt dann drin. Das nächste nehme ich einfach den Reißverschluss und mache ihn zu. Da drin schlafen wir. Und so ein System kostet 120 Euro, kostet dieses Teil, 120 Euro kostet das und den Schlafsack, den ihr habt. Ne? Diese Pro ist integriert, das schiebt ihr einfach raus. Den klickst du einfach hier so ein, ich verknote das ein und dann wird das so aussehen und du hast deinen. So, wir kommen jetzt mal zum Tarp. Udo hat hier eine eigene Theorie und Praxis, die er umsetzt. Und so breche ich diese Linie einfach, weil das ist schon unnatürlich. Im Winter siehst du jetzt alles natürlich, ne? Aber im Sommer, wo das ganze Gebüsch ist, siehst du trotzdem diese geraden Linien. Und die unterbreche ich dann damit und das ist halt Stealth-Technik. Wir haben dann praktisch solche Ösen, sagt man Ösen oder Clipper, haben wir so reingemacht, dass wir die so reinmachen können. Klack. Und hiermit kann man das regulieren. Ne? Und auch wenn starker Wind ist, mache ich das einfach so. Es würde von normalen halten, aber durch diese Bewegung geht das irgendwann auf. Ne? Und so mache ich das einfach so. Halte hier den Daumen so drauf, nehme diese Schnur so. Geh einmal rum und knote die zu. Dann kann das nicht mehr weg, aber trotzdem kann ich es darauf machen.
Für die Stelltechnik ist das natürlich zu hoch, das ist mir eh klar. Aber wenn ihr hier seid, dann ist ungefähr hier die Plane und dann ist die Plane auch nochmal und man seht da viel weniger. Am besten ist, wenn du dich einfach mit deinem Biwaksack im Laub eingrabst, dass man dich kaum sieht, okay. Eigentlich. Das ist das eigentlich. Ne? Dieses Jahr im Juli kommt der erste Down für Otto-Normalverbraucher raus. Oh, Down also ist gut. Also Verbesserung, aber wenn sowas fällt halt weniger auf. Ne? Okay. Ja. Ja, vielen Dank, Udo. Bitte, bitte. Dann wünsche ich die nächste Nacht, ja. Sei auch für dich gemütlich. Ja. Danke, Piet. Bin jetzt übrigens im Pietland, so nenne ich das, ne? Okay. Ja, ich würde sagen, weitere Videos folgen und dann im Tibi mit bestimmten Gesprächen. Bleibt auf jeden Fall dran, es wird und bleibt spannend. Ja. Danke. Macht's gut, euer Udo. Nach getaner Arbeit bringt mein Udo sein Käffchen. Bitteschön. Wow, danke Mike. Was ist das für ein Symbol? Survival World, Welt. Ja, ja, willkommen, ne? Hier bei uns. Willkommen in der Mitte. Pietland, in der Mitte von der Welt, beim Pietland. Prost. Prost. Ich gehe mal weiter kochen. Okay, danke. Wow, echt irre.